Hallo, liebe Smart Homies und Lebenssteuerer. Heute habe ich für euch mal wieder ein Produkt von Osram Smart Plus dabei. Und zwar den Zigbee Outdoor Light Strip. Und wie der sich so schlägt, das erfahrt ihr in diesem Video. Ja, als erstes würde ich sagen, schauen wir uns mal so ein bisschen allgemeines und technische Daten zu dem Lightstrip an. Also technische Daten, er hat 1000 Lumen, ist ein RGBW Lightstrip, sprich er hat eine RGB und eine weiße LED nebeneinander, die dann im Zusammenspiel auch natürlich verschiedene Kalt-Weiß-Warm-Weiß-Töne erzeugen können oder eben auch Farbtöne, alle aus dem kompletten RGB-Kreis. Nachdem er für den Außenbereich gedacht ist, es ist so, dass der Lightstrip mit Kabel quasi bis zum Stecker selber IP65 zertifiziert ist und nur der Stromstecker an sich ist IP44, also der ist nur spritzwassergeschützt. Ja, das sind so die technischen Daten, würde ich jetzt mal sagen, so das Allgemeine. Er ist 5 Meter lang, kostet aktuell 75 Euro, vor kurzem gab es ihn mal im Angebot für um die 25 Euro. Originalpreis sind so um die 100 Euro. Also man kann auch gerne mal warten, ob er vielleicht wieder runtergeht vom Preis her, wobei auch die 75 Euro für einen 5 Meter Outdoor Lightstrip auf jeden Fall ein annehmbares Angebot sind. Und ja, einfach mal schauen, vielleicht wird er auch in den nächsten Tagen oder Wochen mal wieder noch günstiger als diese 75 Euro. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Kompatibilität zu anderen Gateways, da ja das Original Osram Gateway gar nicht mehr unterstützt wird, das Lightify Gateway, nachdem das gar nicht mehr weiterentwickelt wird und die Software nicht mehr unterstützt wird und so weiter und so fort, müsst ihr ihn natürlich an oder solltet ihr ihn natürlich an einem anderen Gateway betreiben. Hier habe ich getestet den Conbee 2 mit Home Assistant in Verbindung. Hier funktioniert alles einwandfrei, also die Warm-Weiß-Kalt-Weiß-Regelung, die Farbregelung funktioniert einwandfrei, die Helligkeitsregelung funktioniert einwandfrei und auch die Sättigungsregelung funktioniert einwandfrei, also könnt ihr alles problemlos über den Conbee 2 erledigen. Dann als zweites habe ich getestet den Aldi Megos Gateway, der gleichzeitig auch für den Lidl Silvercrest Gateway und alle anderen Tuya Smart Life Gateways steht. Auch hier ließ sich die Lampe Osram typisch problemlos anlernen, funktioniert einwandfrei, die Farbe lässt sich steuern, die Sättigung lässt sich steuern, die Helligkeit lässt sich steuern und auch die Warm-Weiß-Kalt-Weiß-Töne lassen sich einwandfrei steuern und es funktioniert ohne jegliche Probleme. Als nächstes habe ich dann meinen Echo 4 mit integriertem Zigbee Hub getestet. Auch dort ließ sich die Lampe problemlos anlernen. Auch hier Warm-Weiß-Kalt-Weiß-Regelung, Farbregelung, allerdings nur wie Alexa typisch die vordefinierten Farben, die ihr auswählen könnt. Also da gibt es leider kein wirkliches Farbrad, anhand dem ihr auswählen könnt. Aber auch hier Helligkeit, Farben, Kalt-Weiß, Warm-Weiß-Töne, alles funktionabel, alles ohne Probleme. Könnt ihr also ohne weiteres verwenden, auch mit einem Echo mit integriertem Zigbee Hub. Und last but not least sind wir natürlich bei der UE Bridge oder dem UE Hub. Hier auch gar kein Problem, anlernen wie ein UE eigenes Gerät, funktioniert einwandfrei. Es lässt sich alles steuern, es lässt sich die Helligkeit steuern, es lässt sich die Farbe steuern, es lassen sich die Warm-Weiß-Kalt-Weiß-Töne steuern, also alles gar kein Problem, funktioniert einwandfrei. Und im nächsten Teil werden wir dann auch auf eine Demo aus der Philips Hue App mal gehen. So, ja, wie gerade versprochen, sind wir jetzt auf jeden Fall mal beim Farbtest bei dem Ganzen, was sich so zeigen lässt und was ihr so sehen könnt. Hier komme ich jetzt auch schon zum ersten Punkt, der mich sehr verwundert hat an diesem Lightstrip, im Gegensatz zu allen anderen Outdoor-Produkten, egal von welchem Hersteller. Ich habe euch ja vor kurzem auch die von Müller Lichtint vorgestellt, verlinke ich euch hier oben jetzt mal schnell. Auch bei allen anderen ist es grundsätzlich so, dass diese Outdoor-Lightstrips immer eine matte Oberfläche haben und die LEDs nicht als einzelne LEDs erkennbar sind, sondern dass dies quasi ein Lichtschlauch ist, der im Gesamten leuchtet, wo man jetzt keine einzelnen LEDs erkennen kann. Hier ist der von Osram jetzt wirklich der erste, wo ich sehe, wo wie auch ein Indoor-Lightstrip quasi die einzelnen LEDs sichtbar hat. Ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, müsst ihr selber entscheiden. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wo ihr den Lightstrip anbringen wollt und wie ihr ihn verwenden wollt. Also als indirekte Beleuchtung ist es meistens sowieso relativ egal, ob ich jetzt die einzelnen LEDs sehe oder nicht. Aber gerade so wie bei mir in dem
Video eben von Müller-Lichtint, habe ich euch ja vorhin oben verlinkt. Da ist es so, wenn man es so an der Rasenkante entlang quasi verlegt, empfinde ich diese Opaloberfläche, die ein durchgängiges Licht erzeugt, persönlich schöner als diese einzelnen Punkte. Aber gut, das ist wahrscheinlich Geschmackssache und je nachdem, wie man es möchte. Aber jetzt kommen wir einfach mal zur Demo. Ich würde sagen, wir gehen hier mal, also das ist jetzt so ein schöner Warmweißton, sieht man. Dann können wir natürlich auch zu einem schönen Kaltweißton sehen. Hier seht ihr auch so ein bisschen in der Spiegelung, dass der Kaltweißton über die Weiß-LED plus die Blau-LED erzeugt wird. Ist jetzt übrigens alles auf 1% Helligkeit aktuell. Also wenn wir mal auf 100% hochgehen, seht ihr, was an Helligkeit wirklich möglich ist. Allerdings, damit es im Video besser rüberkommt einfach und besser aussieht, mache ich jetzt mal alles so auf 1% Helligkeit, damit man auch mich wieder besser sieht. So, jetzt gehen wir hier mal in die Farbanwahl, haben wir mal einen schönen Blauton, auch einen schönen Rotton können wir hier natürlich machen. Vielleicht zur Verdeutlichung der Farbe noch mal heller, noch mal ein bisschen dunkler. Also auch die Farben werden definitiv in einer schönen Helligkeit dargestellt. Nicht wie es bei manchen Lampen anderer Hersteller ist, dass die Farben viel dunkler sind als die Weißtöne. Das ist hier nicht so, sondern die Farben haben definitiv die gleichen Helligkeiten wie die Weißtöne. Also auch diese spielen auch diese 1000 Lumen vollkommen aus. Also auch hier grün. Wirklich hell, man sieht, sieht gerade so aus, als wäre ich kurz davor, mich zu übergeben. Gesicht komplett grün, naja, okay. Gut, also wie ihr seht, von der Lichtleistung her, von den Farben her, ein super Produkt. Also gefällt mir wirklich, wie die Farben rüberkommen, wie es Licht ist. Allerdings muss ich sagen, für die Stellen, wo ich einen Lightstrip im Garten einsetzen würde, gefällt es mir eben nicht, dass es einzelne LEDs sind. Hier hätte ich gern, wie bei anderen Herstellern, eigentlich eine Opaloberfläche. Und deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich diesen Strip jetzt wirklich bei mir im Garten verbauen werde oder nicht. Aber wie gesagt, das ist natürlich euer eigener Geschmack und kommt natürlich auch ganz darauf an, wofür ihr den Strip einsetzen möchtet. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, für die 25 Euro circa, die ich dafür ausgegeben habe, kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ein super Produkt für diesen Preis und selbst wenn ich ihn nicht im Außenbereich nutze, weil mir eben diese einzelnen LEDs vielleicht nicht gefallen, sage ich auch einen 5 Meter Lightstrip im Innenbereich Zigbee-fähig für diese knapp 25 Euro. Super und er bringt wirklich eine super Leistung. Also den kann ich auch irgendwo an der Decke komplett außenrum als indirekte Beleuchtung für mich verwenden. Für den Preis, wie ich ihn gekauft habe, ideal. Ich sag mal zu dem aktuellen Preis, wo er, oder sogar zum Originalpreis, so 100 bis 70 Euro so in dem Preissegment, müsst ihr euch schon ganz sicher sein, dass ihr im Außenbereich gerne einen Lightstrip hättet, wo die einzelnen LEDs sichtbar sind. Wenn ihr das möchtet, dann habt ihr hier wirklich für den Außenbereich den einzigen Zigbee-fähigen Lightstrip, den ich kenne, der das so hat. Denn alle anderen für den Außenbereich gemachten Zigbee-fähigen Lightstrips der großen Markenhersteller auf jeden Fall sind nicht so, dass man die einzelnen LEDs sieht, sondern mit einer Opaloberfläche und haben ein durchgängig gleiches Leuchtbild. Somit, wenn ihr sowas auf jeden Fall möchtet, kann ich euch nur empfehlen, nehmt diesen, weil ihr werdet nichts anderes finden, was wirklich für den Außenbereich mit IP65 zertifiziert ist. Jetzt noch kurz, nachdem wir soweit fertig sind, etwas in eigener Sache, richtet sich vor allem an meine inzwischen fast 1000 Abonnenten. Was wünscht ihr euch fürs Abonnenten-Special, wenn ich die 1000 Abonnenten erreicht habe? Also ich würde gerne ein Abonnenten-Special machen, extra nur für euch. Ist die Frage, habt ihr irgendwelche speziellen Wünsche, was ich euch da zeigen soll, irgendwelche Vorschläge, was ich euch da zeigen kann? Weil aktuell habe ich noch keine richtige Idee, die der 1000 Abonnenten würdig ist. Also wenn ihr hier eine Idee habt, schreibt mir sehr gerne was unten in die Kommentare und ich schaue dann, was mir gefällt und das werde ich auf jeden Fall umsetzen. Ihr könnt natürlich auch, wenn euch ein anderer Kommentar zu diesem Abonnenten-Special schon gefällt und wenn ihr sagt, hey, das ist eine super Idee, dann könnt ihr den natürlich nach oben voten, indem ihr mehr Likes auf diesen Kommentar gebt. Dann weiß ich auch, was euch von diesen Kommentaren oder von diesen Sachen am besten gefallen würde. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne ein Like da. Wenn
wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir doch sehr gern kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Lightstrip oder zu anderen Themen rund um Smart Home habt, lasst mir sehr gerne in den Kommentar unten da. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.